Ein herzliches... Ja, guten Tschüss. Ja, herzlich willkommen zurück bei ARK Survival Evolved. Wir fangen heute erstmal wieder an, unsere Sachen zusammenzusammeln. Also, nicht zusammenzusammeln, sondern alles wieder neu herzustellen. So. So. Die Ausrüstung machen wir gleich auch. Holz und Stroh. Dodi hat geschissen. 10 Stroh, ein Holz. 11. Dankeschön. Ich verhunger. So, you kill the dodo. Holen wir uns erstmal Fleisch raus. Wir brauchen für das Lagerfeuer. Ja, oh Gott, wir sterben. Ich muss erstmal ganz kurz hier wieder Beeren sammeln. Ja, easy, easy. So, muss erstmal ganz kurz reichen. Wir brauchen jetzt hierfür Feuerstein, Holz, Stroh. Reicht das schon? Ja. Yeah. So, und fürs Lagerfeuer brauchen wir dann Holz, Stein, Stroh. 16 Steine. Holz, Stein, Stroh. So, schnell eins herstellen. Nee. So, zack, zack, Feuer entzünden. Dann müssen wir uns ganz kurz noch einmal mit normalen Sachen hier begnügen. Also mit Beeren. Passt, passt, passt. Und dann müssen wir jetzt hoffentlich... Ja, komm. Ach, endlich. Jetzt geht das Essen hoch. Hier waren aber noch mehr Dodos. Die werden wir auch gleich weiterjagen. Dodi, musst du da genau im Feuer stehen? Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. So, ansonsten... Da hinten ist übrigens ein Dodo. Brauche erstmal wieder zwei Speere. Dafür brauche ich wieder Holz und Holz. Zack. So. 1, 2. Kapuze haben wir. Dann brauchen wir hierfür noch Leder und Fasern. Und hierfür brauchen wir Leder und Fasern. So. Sehr schön. Erstmal gleich noch zweimal. Ich weiß, ich habe ein Level up. Dir ist kalt. Wo war denn der Dodo? Da. Hier ist irgendwo noch ein Dodo. Achso, das ist unser. Und das Vieh werde ich auch mal töten. Das bringt, glaube ich, sehr viel Leder. Der verträgt... Aber auch ein bisschen mehr. 12 Leder. Sehr schön. Survival of the fittest. Gut. Waren wir bis jetzt nicht immer gewesen. So. Achso, kann ich den nehmen. So, das, das, das. Das kommt rein. Ah, Essen schon wieder... Haben wir noch irgendwas, was wir töten können? Wahrscheinlich nicht, wa? So, dann machen wir uns erstmal die restliche Ausrüstung. Wenn wir Fasern haben. Dir ist kalt. Du solltest bald einen wärmeren Ort aufsuchen. Das ist ein bisschen blöd, dass unser Dodo jetzt auch immer rumkreischt. Da weiß man gar nicht, ob hier irgendwo ein freier Dodo in der Nähe ist. Was jetzt? Fasern? Fasern.
Primitiv, Stoffschuhe. Alter Schwede, wie sieht denn das aus? Ist ja wie bei Ark, wie bei 7 Days to Die, der Blutmond. Okay, ich weiß nicht, ob die Sonne da tatsächlich im Wasser aufgehen sollte. Also, obwohl die spiegelt sich, theoretisch. Was unrealistisch ist, weil der Stein da im Weg ist, aber die Steine werden ja irgendwie nicht berechnet. Alter, was ist denn jetzt los? Sehr gut, Dodi. Chitin. Titanomyra-Soldat. Nein, Dodi ist tot. Ah, okay, da kriegen wir sogar Fleisch raus. Dodi. Wir mussten Dodi schlachten. Ah, wo brennt's denn da? Ach, das ist doch blöd. Sagt der erste Dodo schon im Eimer. Ah, gut, immerhin haben wir Chitin. Müssen wir uns den nächsten Dodo dann mal holen. Wenn wir mal wieder einen finden. Wir werden auch gleich dann versuchen zurückzulatschen zu unserer, in Anführungsstrichen, Behausung. Da, wo wir schon mal waren. So, ich hätte gerne Gewicht, Nahrung, Wasser. Ja, das werden wir gleich alles machen. Ausdauer finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Besonders, wenn wir mal irgendwann wegrennen müssen. Komm, machen wir mal Ausdauer. Und ja, wir werden erstmal den Wasserschlauch tatsächlich nehmen. Und ich muss den Schlafsack nehmen. In der Hoffnung, dass ich auch gleich einen herstellen kann. Nein, es fehlt an allem. Ja, aber den Wasserschlauch, den hätte ich gerne. Dafür brauche ich Fasern. Das können wir mal besorgen. Weil dann sind wir erstmal nicht mehr so ganz abhängig vom Wasser. Wobei wir uns ja wahrscheinlich am Anfang eh immer nur in der Nähe vom Meer bewegen werden. So. Aber dann haben wir ihn zumindest hier unten auf der 9 auch schon mal. So. Dann hauen wir uns was zu essen rein. Das brät hier wahrscheinlich noch. Ja, jawohl. Ah, wobei, wir können auch gleich mal ein bisschen Holz nachlegen. Und nochmal einen Baum fällen. Okay, gut. Dann gehen wir mal trinken. Nahrung ist voll. Da warten wir jetzt tatsächlich nur noch, bis das Fleisch durchgebraten ist. Alter, wie es aussieht. Sieht wirklich aus wie im Horrorfilm. Fasern. Und die 9 bitte voll machen. So. Die ist heiß. Nein. Was schwimmt denn hier? Okay, da sind Haie. Nicht schön mit den Haien. Gar nicht schön. Oh, hier haben wir nochmal Chitin. Oh, nee, was ist jetzt los? Ach so, der Triceratops ist hier durchs Feuer gelatscht. Ach, den hätte ich gerne als Haustier. Der wäre geil. Aber leider nicht möglich, so schnell am Anfang. Ich weiß gar nicht, wie man die später effektiver zähmen kann. Ob es da dann wirklich bessere Sachen gibt. Also außer die Steinschleuder oder mit der Faust draufhauen. Also mit der Faust, glaube ich, auf so einen Triceratops draufzuhauen, ist unclever. Da. Naja, lassen wir uns überraschen, ne? So, was wollte ich jetzt herstellen? Achso, ich wollte mir noch ein Speer machen. Oh, ich könnte mir eine Wand herstellen.
Und ich würde gerne auch schon mal vorsichtshalber ein Lagerfeuer craften. So, aber ich Steine dafür. Ich könnte mir die auch einsammeln hier, aber ich nehme einfach mal das hier. Stimmt. So, holen wir uns mal Steine raus für ein Lagerfeuer. So, dahinter ist glaube ich noch einer, aber ja. Dann machen wir uns mal ein Lagerfeuer zur. Für die Reserve. So, wir gehen auf Nahkampfschaden. Definitiv die Kiste. Und meinetwegen dann die Decke. Holzschilder. Fiomia, rüste ein Fiomia damit aus, um auf ihn zu reiten. Keine Ahnung, wo man die findet. Habe ich zumindest auch noch keinen von gesehen. Ist da hinten gerade was rumgelaufen? Nee. Okay, so, Fasern 19, ein bisschen wenig. Können wir ganz kurz hier die letzten beiden Sachen einsammeln. Und dann machen wir uns auf den vermeintlichen Weg Richtung Behausung. Wie gesagt, ob das wirklich der richtige Weg dann ist, weiß ich auch noch nicht. So, zack, zack. Zack, zack, Feuer löschen. Nee, abreißen. So, tschüss. Wir gehen weiter. Nehmen wir mal die Speer in die Hand. So, wir sammeln einfach nebenbei noch ein bisschen was ein. Wir töten auch weiterhin Viecher für das Leder, weil den Leder... den Ledersack. Den Schlafsack würde ich auch sehr gerne herstellen demnächst. Ach, Dodos. Legen Nahrung in den letzten Item-Slot zum Zähmen. Aber ich will dich nicht tamen. Ich will eigentlich nur dein Leder. So, Dodo. Level 13. Sorry, bist mir zu schwach. Bin mir noch unsicher, was... was das Beste für Leder ist. Ob die Pick... oh, 21. Den tamen wir uns mal. So, einmal die Narkobären und dann kriegst du meinetwegen die hier noch. Ah, da ist schon wieder 13 rohes Fleisch. Krass. Parasauer. Okay, kurzer Regenschauer. Ist auch gleich wieder alles. Alter. Zum Glück ist es nicht so ganz übertrieben mit der Blendung. Okay, das dauert auch ein bisschen länger hier beim Tamen. Hoffe, dass die Bären ausreichen. Dann können wir einfach die hier auch noch reinhauen. Mal nebenbei noch mal ein bisschen was sammeln. So. 65%. Effektivität 96,6% plus 10 Level. Okay. 81%. Effektivität 75,7% plus 10 Level. Verstehe ich nicht. Effektivität. Aber gleich müssten wir Dodi die zweite haben. Obwohl, das ist eigentlich Dodi die erste dann. So. Dodi die erste. Ah, komm, pass mal auf.
Ah, du schleppst mir mal erstmal nichts. Komm, einfach mitkommen. Oh, die läuft mir hinterher. Ja, wir werden jetzt mal leider deine Artgenossen töten, weil wir das Leder brauchen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was hier das Effektivere ist. 6-3, Level 3. Der ist auch sehr schnell gestorben. Hier ist doch noch einer. Achso, das ist Dodi, die erste. Jetzt müsste ich aber den Ledersack. Ah, fehlen immer noch zwei. Na gut, wir haben ja kein Fett am Feuer. Mal gucken. Alter! Ändert sich denn an dieser Karte irgendetwas? Also außer, dass sie hier einfach komplett überblendet ist durch die Sonne. Also ich würde behaupten, dass wir jetzt... Oh Gott, was bist du denn? Level 21. Ey, hör mal auf wegzurennen. Kann sowas sterben? Wow. Wow. Er hat aber lange überlebt. Okay, habe ich auch ganz strange Sachen rausgekriegt. So, holen wir uns nochmal ein Ersatzding. Öl. Öl. Siliziumperlen. Scheiße. 32 Fleisch haben wir auch schon am Start. Ach, ich könnte natürlich einfach hier eine neue bauen. Aber ich fand die Insel eigentlich ganz niedlich. Da könnte man auch weiter ins Landesinnere dann gehen. Wobei der Strand hier eigentlich auch ganz schick ist. Ich meine, gut. Ne? Ist halt Strand. Strand ist eigentlich nie schlecht. Oh. Oh. Ja, also ich würde behaupten, dass da hinten... Oh, dass da hinten unsere Insel ist. So, morgen. Du kleiner Dilo. Eins Mistvieh, Alter. So, jetzt erledigt der Fall. Einmal Fleisch essen, damit wir auch gleich wieder ein bisschen Gesundheit regenerieren. Der Dodo kommt noch, ne? Ja, Dodi die erste kommt entspannt hinterhergelatscht. Was ist denn das jetzt hier für eine Ecke? Ja, es könnte so bei 65 sein. Weil das schon ziemlich krass ist. Ach, das könnte hier genau bei 70 sein, der Strich. Weil da geht ja auch was rein, ne? Genau, dann sind wir bei 70. Oh, dann haben wir aber noch einiges vor uns. Okay, dann ist das doch relativ weit hinten noch. Mal gucken, ob wir das in der Folge noch schaffen. Eigentlich können wir auch rennen. Obwohl, unser Dodo kommt nicht hinterher. Ja, ist egal. Dodo. Dodi, die erste, wird eh sterben. Oh, wen haben wir denn da? Wer kommt denn da? Nasi? Nein, ach, Mist. Ich wollte eigentlich mal versuchen, so ein Ding zu tamen. Also, indem ich 3-4 mal draufhaue. Mit dem Speer und dann mit der flachen Hand agiere. Also, mit der flachen Hand. Quasi K.O. prügeln. Hier war's friedlich, wa? Alter, ist das ein Hai? Was schwimmt denn da? Alter. Alter, was seid ihr denn?
Boah, die Quallen auch, diese Riesendinger. Ich glaube auch nicht, dass sie so gut für die Haut sind. Oh, da ist so ein blaues Teil, okay. Da ist schon wieder so eine Libelle. Ganz viele Libellen. Wart ihr nicht eigentlich auch aggressiv? Nee. Ja, na gut, unser Dodo wird schon hinterherkommen. So, hallo? Ihr seid Salmons. Für mich ist ein Salmon ein Lachs. Und Lachse sind... Sind Lachse aggressiv? Ja, sehr gut. So, einmal noch. Und jetzt hau ich mit der Hand drauf. Da ist irgendwas lang geschwommen. Fuck, Alter. Was denn jetzt los? Was denn jetzt? Boah, was? Wer greift mich denn hier an? Ach, das sind diese Seemöwen von oben. Gott, ich halte nicht mehr viele Schläge aus. Alter. Es ist einfach alles tödlich hier in diesem Spiel. Lebt Dodi noch? Ja, Dodi lebt noch. Energie, unsere Gesundheit. So, ich hoffe, dass ich jetzt dieses Vieh abgangen habe. Dass wir unsere Explorer Note. Ich will nicht die Fasern, ich will diese Explorer Note. Was denn jetzt? Na, komm runter. Mistvieh. Wilde irgendwas. Kann den zweiten Teil nicht lesen. Alter, mir wird er gleich schlecht. So, ich hoffe, dass er sich jetzt mal anders überlegt. Okay, irgendwas habe ich jetzt 6 Minuten lang, 10 Minuten lang extrem gut. Ich weiß nicht was. So, wo ist denn jetzt das Mistvieh? Warte, du gehst mir richtig auf den Sack. So, jetzt weg. Ich hoffe, das war's jetzt endlich mal. Keine Ahnung, ob Dodi die erste noch lebt. Ich lebe auf jeden Fall. Oh, 2 Punkte, krass. Alter. 2 Punkte sind wir aufgestiegen. Also 2 Level. Okay, was brauche ich denn noch? Zündpulver. Narkosemittel. Einfaches Bett. Okay, ein Fernrohr. Boah, können wir uns einfach mal machen. So.
Erstmal einen Schluck trinken. Und bitte regenerieren. Ich weiß nicht, ob Dodi die erste noch lebt. Ja, oh, nee, jetzt sind hier noch so... Ich habe keinen Bock darauf. Oh Gott. Ruckelt das? Was ist denn jetzt? Nein, das ist wieder... Nein! Ich habe nicht drauf geachtet, was das war. Oh, nee. Nee. Sind wir da gestorben? Das sieht stark nach unserer Leiche aus. Also ich meine, das Problem ist, dass dieses Vieh daneben ist. Alter Schwede, krass. Ah, er hat sich einen Fisch gefangen. Heftig. Geiler Typ. Oh, da ist das Ding wieder. Ach, hier kommt was runter gleich, ja? Oh, ey, Alter, geh weg. Ich will nur meine Leiche haben. Und weg. Es ist was Weißes. Kann ich weiße Sachen nehmen? Wo ist es denn überhaupt? Ah, da kommt es gerade. Können wir mal kurz warten. Machen wir aber in der nächsten Folge. Und dann gucken wir uns mal an, ob wir das vielleicht schon öffnen können mit unserem Level 9, den wir jetzt gerade erreicht haben, ne? Bis dahin, herzlichen Dank. Und bis morgen, meine Damen und Herren. Ciao und tschüss.